Weiß nur nicht, wozu das Ding hier gut ist. Ich wette, wir verpassen wieder mindestens 2 Sterne. Ich hab's im Gefühl. Das ist echt nicht einfach. Ich finde, teilweise ist es wirklich so, dass bei den alten Videospielen, dass die Dinge teilweise viel schwieriger sind als bei den neuen. Weil bei den neuen ist es teilweise so offensichtlich, was man machen muss, wie man alles 100% erreicht und so. Warte kurz. Schnecke. Kriege ich die wohl darüber? Muss die vielleicht auf diese komische Fläche da? Nein, aber die bekomme ich da nicht rüber. Okay. Hätte ja sein können. Oh, noch brauche ich den Frosch nicht vielleicht. Diese Geräusche immer. Oh, das muss doch hier runter irgendwie. Ich hoffe, wir sehen da... Aua! Ich hoffe, wir sehen gleich, wie wir das da hinkriegen. So. Jetzt können wir nämlich auch den Frosch gebrauchen. Nein! Und noch dieses Geräusch. Ich meine, wie sind die Entwickler darauf gekommen, dieses Furzgeräusch dafür zu verwenden? Warum dachten die sich, jo, so muss das klingen, wenn eine Schildkröte Feuer aus ihrem Allerwertesten absondert? So, hier ist nämlich das Seil dafür. Genau, jetzt fällt das runter. Jetzt können wir da weiter? Fragezeichen. Hier oben noch irgendwas? Nee, ne? Springen wir doch halt einfach direkt. Gott, oh Gott. Oh, das hat wehgetan. Hier runter. So, nehme ich. Weg mit dir. Oh. Gab es noch eine zweite? Oder habe ich nicht getroffen? Hm? Boah, irgendwie sieht das aus, als müssten wir hier schnell rüber, aber... Oh doch, tatsächlich. Ah! Oh, die verschwinden. Ah! Ah! Okay, okay, okay. Wir haben es geschafft. Noch mehr Pilze. Haben wir denn hier hoffentlich einen fleißigen Helfer? Einen kleinen Gnom, der uns hilft? Ja gut, aber die muss ich. Die muss ich, glaube ich, hier. Da komme ich nicht lang. Ah, mein übersehen. Ach, guck mal. Mehrere Gehilfen hier. Du, komm raus. Voll viele Gnome hier. Komm raus, hier gibt's Pilze. Oh nein. Oh, jetzt habe ich ihn erschreckt. Dann komm du raus und hilf mir Pilze sammeln. Ach, ich kann die auch... Ich kann Pilze mit anderen Pilzen abwerfen. So, jetzt. Helfer 2 ist mutig. Oh! Der sammelt die ja tatsächlich auf. Ist ja eigentlich auch sein gutes Recht. Ich meine, er hat sich hart verdient mit seiner Arbeit, ne? So. Rein mit dir in dein Zuhause. Es tut mir leid, dass du da hinten so in der Ecke sitzen musst. Das hatte ich nicht so geplant. Ach so, die haben alle ihre eigenen Pilze, die sie sammeln. Oder habe ich den jetzt einfach zu früh verzaubert? Guck mal, dann habe ich dir noch ein paar übergelassen. Ey, nein! Warte, ich kann dich doch da aufheben, oder? Kann ich nicht? Ach komm. Ja, kann ich. So, dann zeige ich dir halt, wo du hin musst. Da so. Jetzt steh wieder auf. Guck mal, so viele Pilze zum Sammeln. Nein. Ja, doch. Ah. Hat sich doch eines Besseren besinnt. Komm, du schaffst das. Du schaffst das. So, jawohl. Nein, weiter links. Weiter links. Weiter links. Weiter links. Ah. Guck mal. Fast. Geht doch. Großer Pilz, großer Pilz. Direkt vor deiner Nase.
Genau. Sehr schön. Jetzt nimm dir ein paar, freu dich kurz. bevor ich dich wieder in dein Loch befördere. So. Ich wünschte, ich könnte sie vorsichtig da reinsetzen. Eigentlich bin ich ihnen ja ganz dankbar. Das ist eine Venemosa Tentacula. Pass auf, dass sie dir nicht zu nahe kommt, denn dann beißt sie sofort zu. Oh. Mit Defindo kannst du sie betäuben oder ihre Fangarme abhacken. Ihre Fangarme? Ich sehe gar keine Fangarme. Wie auch immer. Oder ist aber jemand am Ausrasten da oben? Ich sehe mehr Gnome. Okay, betäubt. Okay. Aua. Ach, die werfen noch was nach mir, oder wie? Oder sind das diese Kobolde? Wahrscheinlich, weil ich all ihre Bohnen geklaut habe und weil ich sie immer so unsanft wieder zurück in ihre Löcher befördere. Kriegst mich nicht. So. Ich glaube, die haben ein Hühnchen zu rupfen mit mir hier oben. Was ich tun muss. Ich glaube, zuerst müssen wir da oben hin. So. Oh, Truckles sind Baumgeister, die Mega-Powerbäume bewachen. Wende die Findo auf sie an, damit sie verschwinden. Ach, das sind noch andere Viecher. Ich wusste doch, dass die anders klangen irgendwie. Bertie Butts Bohnen First. Geht's hier drüben noch weiter? Ja, ne? Okay, okay. Kümmern wir uns erstmal eben um die beiden Gesellen da unten. Aua! Ah, jetzt habe ich nicht gesehen, wie er verschwunden ist. Oh, nein! Okay, lass uns das... Achso, die explodieren einfach zu Zweigen. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, jetzt lass uns das austragen wie zwei echte Männer. Face to face. Aber da war er schon verschwunden. Ach, guck mal, die werfen diese Rinde ab, ne? Ach, cool. Okay. So. Hier drüben geht's ja nicht so groß weiter, ne? Nur, ich meine, ich muss eh da oben lang. Ja, okay. Gehen wir halt da oben lang. Würde ich vorschlagen. Hahaha. Das war... Ah, ich doch gesehen. Ziemlich nah an der Kante. Die Bohnen nehmen wir natürlich noch mit. Und Schleim dazu. Guck mal, den Stern hätten wir nämlich wieder verpasst. Wären wir jetzt einfach an dieser Wand vorbeigerannt. Sehr cool. Bin stolz auf mich. Oh, eine Silberkarte. Oh, cool. Ob wir wohl schon in diesen Raum gehen können? Wo diese... Was uns der kopflose Nick gezeigt hat. Mit diesen Karten, was wir da entsperren können. Würde mich ja mal interessieren. Cool. Oh, ich sehe noch mehr Freunde da drüben. Gott, fast runtergeschmissen hier. Einen haben wir schon? Haben wir nicht? Ich finde es lustig, dass sie diese Bäume bewachen. Aber mit dem, was wir eigentlich von den Bäumen wollen, nach uns werfen. Nehme ich gerne, danke. So. Ein paar Bohnen bitte. Dankeschön. Defendo! So leidenschaftlich immer. So, aus dem kleinen Zeh hoch, diese Zaubersprüche. Au, schlechte Idee, schlechte Idee. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Das ist schon wieder einfach oben drüber.
Und den nehme ich natürlich gern mit. So. Sonst noch irgendwas hier oben? Ich glaube, die Schnecken müssen in diese komischen Löcher da. Wir könnten natürlich auch einfach weitergehen. Aber wir sind heute wirklich versucht, alle Sterne einzusammeln. Alle. Alle, alle. So, Schnecke 1. Und Tor 1. Und... Oh, Moment. Muss erst noch vorbereiten. Hallo? Das... Ah, bitte. Geht doch. Dass die auch gut sitzt da unten. Wir wollen ja, dass sie es gemütlich haben, ne? So. Diese Geräusche mal, wenn die da runterfallen. Großartig. So. Und was gibt's hier? Guck mal, da oben. Wusste ich's doch. Ist noch ein Stern. Wie? Au! Oh, nein! Warum ist es zu? Ich war noch nicht fertig. Ich wusste nicht, dass wir hier weiter müssen. Ich würde gern da hoch. Darf ich? Kann ich, glaube ich, nicht. Entschleime! Defendo! Vielleicht gibt das ja jetzt eine Treppe oder sowas. Dass wir da hoch können. Das Seil hat es uns. Ach, guck mal. Ach, cool. So. Stern eingesammelt. Wunderbar. Ich hoffe nur wirklich, dass wir da hinten... Ah! Oh! Nicht damit gerechnet. Dass wir da hinten nichts verpasst haben. Weil wir da hinten nicht lang gegangen sind. Wenn da jetzt wieder ein Stern fehlt, dann weine ich. Ich meine, ich war wirklich versucht, okay? So viele Spinnen. Ich bin echt froh, dass sie einem nichts tun. Trotzdem. Irgendwie unangenehm. Spinnenrennen gestartet. Okay, direkt der nächste Stern. Und ein Frosch, den wir gut gebrauchen können. Komm her! Komm her! Danke. Schon wieder eine Tür hinter uns zu. Das macht mich echt nervös. Und immer diese Türen zu gehen. Sehr schön. Da ist noch ein Stern. Und hier geht's weiter. Ich habe echt Angst, dass jetzt wieder die Tür hinter mir zugeht. Okay. Tat sie nicht. Ne, Truhe. Nehmen wir gerne. Und noch eine Karte. Uhuhu. Cool. Irgendwann müssen wir uns die auch mal ganz in Ruhe angucken. Und ganz viele... Blumen. Hier ist sie flüstert. Ich habe das Gefühl, es ist effektiver, einen Arm da zu cutten, als die zu betäuben. 12. Ich hoffe einfach, dass es hier weitergeht. 11. Noch eine Karte. Boah, heute sahen wir aber richtig ab hier. Wenn wir jetzt noch alle Sterne bekommen, dann bin ich glücklich. Hihi, dass die immer an einem hochkrabbeln müssen. Lass das, das ist eklig. Braucht ihn zwar nicht, er wird trotzdem mitgenommen. Guck, wie sie da schon sitzen und warten einfach. Nintendo!
So. Recto sempra! Du? Ach, guck mal, jetzt hat es uns sogar gezeigt, wo es weitergeht. Sehr cool. Muss ich die Schnecke mit rausnehmen? Immer so, sicher ist sicher. Krieg ich die da durch? Nee, ne? Flipendo! Doch! Flipendo! Ja! Aber ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas. Wir setzen sie mal dahin. Wir wissen ja, dass sie da sitzt. Das ist hier am Anfang, oder? Guck mal. Der 13. Ah! Was jetzt? Was jetzt? Eine Schnecke. Um das Battle ihres Lebens zu. zu. Fighten, zu kämpfen. zu betteln. okay. Aber wir wissen beide, wie das ausgeht. Also. Rein mit dir. So. Und weiter geht's. Ganz offensichtlich geht's hier lang. Da muss eine Schnecke hin. Richtig? Richtig. Schnecke! Ich bräuchte dich nochmal eigentlich. ja. Oh Gott, aber voll viel. Okay, ich hoffe, es bleibt eine über. Aber das sieht ja so aus, als müssten. Als müssten da zwei rein. Genau, jetzt geht das nämlich wieder auf und jetzt können wir die nämlich da hinten reinschubsen. Wir schaffen das heute. Mit den 14 Sternen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Bitte. Ich habe so aufgepasst. So. Und rein mit dir. Komm. Noch ein. Eine Truhe. Nehme ich. Danke. Zwar kein Stern, aber auch okay. So. Das ist schon der große. Wir haben wieder einen verpasst. Bestimmt an der Stelle, wo wir nicht weitergekommen sind. Also wo plötzlich die Tür hinter uns zu war. Können wir da nochmal hin zurück? Zufällig? Lass mich das mal kurz versuchen. Nein! Warum? Es ist unmöglich, alle Sterne zu bekommen. Woher sollte ich denn wissen, dass die Tür hinter mir zugeht? Kann ich vielleicht an dem anderen Stern vorbei? Den noch nicht einsammeln und dann vielleicht gucken? Geht das? Moment, hier finden wir nämlich noch so Rinde. Und da unten sind wir ja dann wieder am Anfang. Da hinten ist noch eine Truhe. Oh, Vorsicht. Vielleicht kommen wir ja da drüber. Vielleicht kommen wir ja da raus. Bitte. Komm. Nein, wir können tatsächlich nicht. Ah! Gut gemacht, Harry. Du hast die Defindo-Herausforderung bestanden. Die verbleibende Top. Zeit gilt als deine persönliche Bestleistung. Aber ich habe wieder einen Stern zu wenig. Und ich glaube, diesmal weiß ich sogar, wo der abgeblieben ist. Ich hätte ihn gern mitgenommen. Ich konnte nicht. Ich durfte nicht. Das Spiel hat mich nicht gelassen. Oh Gott. Ich benutze gerade ein Buch als Mousepad. Das merkt man. So. Das sieht doch ganz offensichtlich danach aus, als könnten wir jetzt da lang. Und hier war doch auch... Genau. Noch eine Karte.
Ich wollte gerade sagen, bald müssen wir doch die 30 voll haben. So. Hier geht es zur Defindo-Herausforderung. Ach so. Okay. Wo ist denn jetzt die Wand? Ha! Harry, Hermine hat mir gesagt, dass du die klein geschnittene Baumschlangenhaut im Gewächshaus findest. Okay. Mir nach, Harry. Aber ich habe gerade einen Lumos gewirkt. Ich muss doch noch gucken, wo das jetzt... Wo hier jetzt was passiert ist. Moment, Moment. So viel Zeit muss sein. Lumos! Wo? Wo? Ich sehe nix. Hast du Lust auf einen Handel? Gerade nicht. Moment. Hier wird's nicht sein, aber... Egal, gucken wir uns einen anderen Mal nochmal an. Hast du Lust auf einen Handel? Ja, manchmal ist das so offensichtlich, ne? Wo das jetzt... Hast du Lust auf einen Handel? Nein! Wo das jetzt gelandet ist, ne? Dieses Lumos-Ding. Beziehungsweise, wenn es denn so offensichtlich ist, dann wird es einem nochmal gezeigt. Und wenn du es wirklich nicht sehen kannst... Ja, such halt selber, ne? Nur noch einmal gucken. Das muss doch wohl hier irgendwo sein. Also ich meine auch irgendwo in der Nähe, oder nicht? Oder bin ich einfach nur blind? Meine, das hier ist doch, das ist doch schon wieder zu weit weg hier. Oder nicht? Wie wäre es mit einem kleinen Handel, Harry? Danke, gerade nicht. Was ist das für ein komisches Muster? Meine, das sieht doch ganz offensichtlich danach aus. Als wäre hier irgendwas. Oder? Ich meine, das ist doch nicht natürlich so kreisrund und hat noch so eine Linie in der Mitte, oder? Wir werden es irgendwann herausfinden. Das ist das Gewächshaus. Es ist immer so warm hier drin. Oh, ah, jetzt kann ich endlich meine Bohnen einsammeln, was ich vor einer Stunde schon tun wollte. Und da hinten ist noch eine Truhe, habe ich gerade gesehen. Oh, und so viele Gießkannen. Und Gnome. Und eine Dusche? Echt niedlich gemacht hier. Yay. So, hier hinten wollte ich nochmal hin. Noch eine Karte. Ich glaube, allein in dem Part haben wir schon 10 Karten gesammelt oder so. Okay, okay, hier waren wir gerade. Ich wollte noch mal in die andere Richtung gucken, ob da nicht auch noch was ist. Ach nee, da geht's gar nicht mehr. Warte, warte, warte. Da geht's nicht weiter. Okay, okay. Das brauchte mein Gehirn gerade noch mal kurz irgendwie. So, im Gewächshaus. Hier soll die Baumschlangenhaut sein. So, jetzt mal wieder unsere Tränke aufgefüllt. Cool. Boah, das hat sich gelohnt jetzt. Oder ist das wieder so ein Ding wie bei Snape? Dass das denn so gefühlt 3 Stunden weitergeht, weil ich jetzt gleich wieder in irgendein Loch irgendwo falle. Defendo! Defendo! Ha! Mehr Bohnen! Und wieder Gehilfen. Defendo! Komm raus! Nimm dir deine Pilzlein. Zum Gewächshaus geht es durch diese Tür, Harry. Ach so. Ich passe dann auf, dass Professor Sprout nicht kommt. Viel Glück. Ich wollte noch gar nicht da rein. Danke. So, unser Freund ist inzwischen auch fertig. Freust du dich, dass du eine Bohne hast? Er kann wirklich alle aufsammeln. Aber meine Bohnen sind meine Bohnen, okay? Meine Bohnen fässt du bitte nicht an. So. Und
Ab mit dir, zurück in dein... Nein! In dein Haus, jawohl. So. Wollen wir das jetzt noch anfangen? Ich habe das Gefühl, das geht wieder so ewig. Das ist doch wieder so ein Riesending. Ich würde fast sagen, heben wir uns das doch für den nächsten Part auf. Merken wir uns das, dass wir jetzt die Baumschlangenhaut dort finden. Und suchen noch schnell nach einem Speicherbuch. Wofür wir wahrscheinlich eh wieder in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum müssen. Weil es ja weit und breit nichts zum Speichern gibt, außer da. Oh, und wir können auf dem Weg noch nach diesem Dings da an dem Eingang, da war doch so ein Spiegel mit Spinnennetz. Hier ist die Eingangshalle. Das weiß ich. Können wir noch schnell gucken, was denn dahinter ist. Da sind wir ja bisher auch nicht lang gekommen. Also gucken wir doch schnell immer dahin. Hier. Da, genau. Eine Truhe. Wer hätte es gedacht? Und eine silberne Karte. Oh! Was jetzt? Und nu? Ja, warte. Da muss ich doch eigentlich jetzt nochmal schnell gucken. Moment. Wie komme ich in diesen Raum? Ja, cool. Hier, genau. Hier wollte ich hin. Und jetzt ist ein so ein Ding weg. Okay. Wow. Ich habe schon gedacht, wir kriegen da jetzt irgendwas für oder so. Okay. Konnte man nicht auch hier unten irgendwo? War hier nicht auch hier unten irgendwo so ein Buch zum Speichern? Jetzt lass mich doch hier runter, Mensch. Kein Speicherbuch? Doch, ein Speicherbuch. Wusste ich doch. Dann, heute mal ein ganz außergewöhnlicher Ort zum Speichern. Genau hier nämlich. Ach, guck mal. Warte kurz. Hier, ich kann es gar nicht erwarten, bis wir diese Zauber lernen. Damit können wir doch ganz bestimmt diese Karte da oben bekommen. Bestimmt. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. So, wie auch immer, wir speichern jetzt. Und ja, damit würde ich sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Part, in dem es wieder heißt, Harry Potter und die Kammer des Schreckens und Harry sucht weiterhin die Baumschlangenhaut. Jetzt wissen wir ja schon ungefähr, wo wir die finden können. Jo, das Ganze gucken wir uns dann im nächsten Part mal an. Also, bis dahin, macht's gut und tschüss!